Das hier war der Einstieg von Mercedes in die sogenannte Mittelklasse, der W201 oder aber auch 190er. Ein echtes Erfolgsmodell, obwohl am Anfang gerade von Mercedes-Fans massiv kritisiert wurde, denn von diesem Auto wurden bis zum Produktionsende 1993 mehr als 1,8 Millionen Fahrzeuge verkauft. Aber auch die aktuelle C-Klasse ist ein echtes Erfolgsmodell. Allein im letzten Jahr hat Mercedes davon mehr als 415.000 Einheiten verkauft. Und jetzt gibt's das Update. Von außen wurde das Fahrzeug nur geringfügig überarbeitet. Eigentlich ist richtig viel passiert unter der Haube und bei der Technik an Bord. Und was das im Detail bedeutet, dazu jetzt mehr. Zum Marktstart gibt es für die neue C-Klasse eine wirkliche Vielfalt von unterschiedlichen Motoren. Ganz wichtig, alle Vierzylindermotoren sind neu. Bei den Dieseln reicht das Leistungsspektrum hier von 122 bis hoch zu 184 PS. Das ist dann der C220D, den wir auch als Testwagen haben. Bei den Benzinern reicht die Leistungsspanne von 129 bis rauf zu 333 PS. Ganz wichtig, alle diese Motoren sind Vierzylinder. Ausgenommen ist nur der C400. Das ist ein V6-Motor. Natürlich gibt es obendrauf immer noch was aufzustocken, nämlich das AMG-Modell. Und das ist dann der AMG C43 und der leistet stattliche 390 PS. Laut Mercedes erfüllen die neuen Dieselmotoren der C-Klasse alle gesetzlichen Vorgaben. Wer sich dennoch nicht sicher ist, sollte das Thema weiterhin aufmerksam verfolgen. Unser Testwagen, der C220D, hat einen Vierzylinder 2 Liter Diesel an Bord. Der leistet 194 PS und maximal 400 Newtonmeter Drehmoment und ist hier im Auto gekoppelt mit einer neunstufigen Automatik. Wichtig bei dieser Automatik ist, es ist kein Doppelkupplungsgetriebe. Deswegen merken wir zum Beispiel beim starken Beschleunigen auch echte Schaltpausen. Die stören nicht, sind aber für Leute, die DSGs gewohnt sind, tatsächlich mittlerweile ungewohnt. Das Fahrzeug bietet unterschiedliche Fahrmodi von Komfort über Sport bis zu Sport Plus, aber auch einen Eco-Modus. Wichtig hier beim Fahrzeug ist, die Unterschiede in diesen Modi sind nicht so stark zu merken wie vielleicht in anderen Modellen. Denn hier geht es eher darum, das Fahrzeug zum Beispiel im Sportmodus etwas straffer, etwas agiler zu machen. Das merkt man an der Motorkennlinie, man merkt es aber auch in der Lenkung und ein bisschen im Fahrwerk. Nichtsdestotrotz ist auch im Sport Plus der Wagen immer noch sehr komfortabel. Neben mir steht jetzt Patrick Havig und Patrick ist aus dem Bereich Motorenentwicklung, Implementierung und vor allen Dingen mein Fachmann, wenn es um kleine Vierzylinder geht. Patrick, ich habe eine Frage. Ihr habt jetzt hier bei dem C200 einen 1,5 Liter Benziner verbaut. Ist ja doch mal kleiner als beim Vorgänger. Wie funktioniert so ein relativ kleiner Motor in einem doch relativ großen Auto? Ja, Lars, mag ich dir gerne erklären. In der Tat, wir haben jetzt nur noch einen 1,5 Liter hier im C200 an Bord und unser Bemühen war natürlich oder unsere Intention, die gute Performance von dem Vorgänger, von dem C200 weitestgehend beizubehalten und aber den Verbrauch deutlich zu reduzieren. So, und wie haben wir das getan? Verbrauchsreduzierung, erweitertes Downsizing. Wir haben aus einem 2 Liter einen 1,5 Liter gemacht. Und dann mussten wir natürlich ein Stück weit in die Trickkiste greifen. Und weil 1,5 Liter heißt ja tendenziell erstmal auch ein geringeres Drehmoment. Und diesen Drehmomentnachteil, den gleichen wir aus durch einen riemengetriebenen Startergenerator. Und zwar dieser riemengetriebene Startergenerator, der ist in der Lage, schon bei sehr niedrigen Drehzahlen ein hohes Drehmoment zu stellen. Und zwar sind das bis zu 160 Newtonmeter. Das heißt also, der macht schon ordentlich Druck beim Anfahren. Und der zweite Aspekt ist, wir haben hier einen Twin-Scroll-Turbolader eingesetzt. Und das Neue beim Twin-Scroll-Turbolader ist, dass die Impulse, die Druckimpulse aus den einzelnen Zylindern, die vermischen sich nicht im Abgaskrümmer, sondern die werden einzeln an die Turbine herangeführt. Und so leben wir wirklich von der Stößigkeit der Zylinder und die helfen uns dann auch noch, das Drehmoment bei niedrigen Lasten weiter zu erhöhen. Und so haben wir wirklich eine gute Anfahrperformance. Wenn wir jetzt über Verbrauchsreduktion sprechen, also sparsamer unterwegs sein, wie zeigt sich das denn in Zahlen oder wie macht sich das bemerkbar im Vergleich zum Vorgänger? Ja, das macht sich sehr positiv bemerkbar. Also das ist über ein halber Liter, beziehungsweise ja, die Potenziale liegen ungefähr so bei 15 Gramm CO2, was wir reduziert haben. Und in diesem Zuge möchte ich gerne noch ergänzen, das haben wir nicht nur durch den RSG geschafft und durch diese neue Ladertechnologie, sondern wir haben noch weitere Dinge eingesetzt, und zwar zum einen eine elektrisch betriebene Wasserpumpe.
die wirklich erst ab 70 Grad Wassertemperatur anfängt, die Zirkulation einzuleiten. Und das ist natürlich wirklich bedarfsgeregelt, ne? Also ich brauche die Energie für die Pumpe nur dann, wenn auch eine Kühlung notwendig ist. Des Weiteren haben wir eingesetzt eine sogenannte Trompetenhonung. Was ist Trompetenhonung? Es ist wirklich so, dass das Design bzw. der Brennraum, der geht nach unten wie eine Trompete auf. Natürlich nicht so ein Riesendurchmesser, das ist alles nur minimal. Aber dadurch ist die Reibung am Kolbenhemd deutlich reduziert um bis zu 60% in diesem unteren Todpunkt. Und das hat auch noch mit dazu beigetragen. Last but not least, wir haben eine Chemtronic im Einsatz. Eine Chemtronic, das heißt, wir haben eine Ventilhubumschaltung bzw. eine Ventilhubreduzierung. Und bei niedrigen Lasten oder Drehzahlen ist es so, dass das Ventil mit einem kleineren Hub öffnet und dadurch kann ich aber meine Drosselklappe weiter öffnen. Das heißt also, ich betreibe den Motor entdrosselter, was dann auch nochmal zu einer Verbrauchsreduzierung führt. Und so sind es wirklich, neben weiteren Reibleistungsreduzierungen, so sind es wirklich viele Einzelpotenziale, die dann im Endeffekt halt diesen wirklich beachtlichen Verbrauchsvorteil ausmachen. Das 48-Volt-System mit Startergenerator ermöglicht es zudem, beim Bremsen Energie zurückzugewinnen und sorgt zudem für einen fast unmerklichen Neustart des Motors nach dem sogenannten Segeln. Zum Fahrwerk und zur Lenkung: der C220D hier als T-Modell ist ein einfach nur schöner Reisekombi. Das Auto ist in jeder Situation wirklich gut beherrschbar. Man hat immer einen schönen Kontakt zur Straße und vor allen Dingen auch eine wirklich direkte Lenkung, ohne dass sie anstrengend wird. Und was mir hier sehr gut gefällt, ist, dass das Fahrzeug zum Beispiel auch bei langen Autobahnstrecken einfach vom Geräuschniveau her positiv überrascht. Der Wagen ist relativ leise und wenn man sehr ruhig angehen lässt, hört man den Motor hier im Auto fast gar nicht. Wenn man den C220D ein bisschen mehr treibt, also etwas sportlicher fahren will, dann funktioniert das. Aber zum Beispiel auf der Autobahn, wenn man bei Tempo 100 noch beschleunigen will, dann braucht er schon eine gewisse Zeit. Das Auto ist halt kein Sportwagen, aber man erreicht die Spitzengeschwindigkeit trotzdem problemlos. Und dann muss man sagen, ist das Auto immer noch komfortabel unterwegs. Auch bei der flotteren Fahrt durch zum Beispiel enge Kurven macht das Fahrwerk von Mercedes einen typischen Mercedes-Job. Denn das Fahrzeug ist nie wirklich richtig hart und satt auf der Straße. Man hat immer guten Kontakt zur Straße, aber nie diesen brutalen Eindruck, den man von anderen Fahrzeugen kennt. Ist halt ein Mercedes. Wichtig aber, man hat immer das Gefühl, das Auto ist gut zu kontrollieren. Der Verbrauch unseres C220D wird von Mercedes mit knapp unter 5 Litern angegeben. Während unserer Testfahrt haben wir 7,4 Liter auf 100 Kilometer verbraucht. Das Exterieur der C-Klasse wurde nur sehr behutsam überarbeitet. Neu sind die Heckleuchten und der Rest, der passiert eigentlich hier an der Front. Es gibt einen leicht überarbeiteten Kühlergrill, wir haben einen neuen Frontstoßfänger, den ziert jetzt hier unten übrigens diese Chromspange. Aber die wirkliche Neuheit, das sind die Scheinwerfer. Die kommen als Standard mit Halogenlicht und LED-Tagfahrlicht. Man kann natürlich aber auch Voll-LED-Scheinwerfer bestellen. Wer noch etwas mehr ausgeben will, der bestellt die sogenannten Multi-Beam-LED-Scheinwerfer mit dem Ultra-Range-Fernlicht. Aber ansonsten ist beim Exterieur der C-Klasse alles beim Alten. Die Multibeam-LED-Scheinwerfer verfügen über jeweils 84 Hochleistungs-LED-Chips. Die individuell steuerbaren LEDs sorgen für perfektes Licht, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu blenden. Das Ultra-Range-Fernlicht erreicht die gesetzlich maximal zulässige Lichtstärke. Es unterschreitet so erst nach 650 Metern den Referenzwert von einem Lux. Im Innenraum des Fahrzeugs hat sich einiges getan. Das Auffälligste ist ganz sicher nicht nur, dass wir jetzt das neue Lenkrad hier drin haben mit den Touch-Sensoren, sondern wir haben vor allen Dingen erstmals hier ein voll digitales Cockpit. Das ist optional, bietet aber dann einen 12,3 Zoll großen Monitor hier vorne, den man in unterschiedlichen Arten darstellen lassen kann. Ein bisschen sportlicher, ein bisschen Standard oder wie bei mir jetzt gerade im sogenannten Progressive Mode. Und ganz wichtig, es gibt in der Mitte einen bis zu 10 Zoll großen Widescreen-Monitor. Ein zusammenhängendes Screen, wie zum Beispiel in der neuen A-Klasse, gibt es hier nicht. Auch bei der Ambientbeleuchtung hat sich was getan. Bisher bot die C-Klasse hier nur 3 Farben, jetzt sind es 64. Bezogen auf das Platzangebot hat sich hier im Fahrzeug nichts getan. Wir haben hier die gleichen Maße wie im Vorgängermodell. Und das bedeutet für mich, dass ich als Fahrer genau wie mein Beifahrer bequem sitze und dass selbst hinter mir immer noch Platz ist. Die neue C-Klasse verfügt über verbesserte Kamera- und Radarsysteme und kann nun in noch mehr Situationen teilautonomisiert fahren.
So wird nun automatisch zum Beispiel vor Kurven oder Kreisverkehren das Tempo reduziert. Und auch das aus der S-Klasse bekannte automatische Überholen auf Autobahnen ist nun möglich. Leider aktuell nicht an Bord ist das neue Infotainment-System MBUX mit seiner intuitiven Sprachsteuerung. Dieses bleibt zunächst der A-Klasse vorbehalten. Bis jetzt bin ich eher die etwas konservativeren Modelle der neuen C-Klasse gefahren. Aber jetzt darf auch ich ein bisschen Spaß haben, denn jetzt fahre ich AMG. Im Grunde genommen finden wir hier im C43 AMG die gleichen Neuerungen vor wie auch in der normalen C-Klasse, aber es ist ein AMG, deswegen gibt es was obendrauf. So haben wir hier zum Beispiel das AMG Sportlenkrad verbaut. Das erkennen wir nicht nur an dem AMG-Logo, sondern auch daran, dass es unten abgeflacht ist. Und viel wichtiger, es gibt für das voll digitale Cockpit einen speziellen Sportmodus für AMG. Da ist der Drehzahlmesser das zentrale Instrument und darüber hinaus liefert die Anzeige jetzt wirklich wichtige Fahrdaten. Für mich eine gute Lösung für alle, die das Auto nicht nur spüren wollen, sondern auch die Daten im Blick haben möchten. Der V6 3-Liter Motor des C43 liefert 390 PS, das sind übrigens 23 mehr als beim Vorgänger, und er liefert außerdem 520 Newtonmeter Drehmoment. Die Mehrleistung kommt unter anderem durch einen größeren Turbolader. Das Ganze ist gekoppelt hier mit einer 9-Gang-Automatik, die nochmals schneller schaltet als beim Vorgänger. Wichtig ist hier aber auch, das Fahrzeug hat eine Kraftverteilung, die hecklastiger ist. Das heißt, wir reden hier von 69% der Kraft auf der Hinterachse und von nur 31% auf der Vorderachse. Und das sorgt eben genau für diese charakteristische Fahrdynamik des AMG. Äußerlich unterscheidet sich der AMG natürlich leicht von der Serie. Besonders auffällig ist hier der Grill, denn den Grill, den wir jetzt hier haben mit den zwei Spangen, war eigentlich bisher immer den V8-Motoren vorbehalten, und das, obwohl hier ein V6 verbaut ist. Außerdem haben wir einen komplett anderen Stoßfänger mit einer anderen, wesentlich sportlicher ausgeführten Schürze. Aber die eigentliche Neuerung, die gibt's am Heck, denn das Fahrzeug hat jetzt im Gegensatz zum Vorgänger nicht mehr zwei große Endrohre mit einer Querspange drin, sondern eine vierflutige Anlage. Das heißt, zwei große Doppelendrohre in dem schön ausgearbeiteten Diffusor. Von hinten, finde ich, steht er richtig gut da. Neben dem von mir getesteten T-Modell und dem Coupé wurden auch das Cabrio und die Limousine der Modellpflege unterzogen. Natürlich gibt es auch hier im AMG unterschiedliche Fahrmodi, genau wie in der normalen C-Klasse. Der tatsächliche Unterschied hier ist jedoch, dass sich diese Modi voneinander viel stärker abspreizen. Das heißt, wenn ich hier von Komfort auf Sport oder sogar auf Sport Plus umschalte, dann merke ich tatsächlich jede einzelne Stufe richtig deutlich. Und das Interessante dabei ist, das ist nicht nur so, dass sich die Lenkung ein bisschen verändert und dass das Fahrwerk etwas straffer wird, sondern das ganze Auto verändert sich. Man hat vielleicht das Gefühl, dass man jede einzelne Stufe richtig deutlich rausspürt. Und das finde ich in der Kombination sehr schön, denn damit habe ich von richtig komfortabel bis super crisp die komplette Palette. AMG gibt den Verbrauch des C43 mit 9,8 Litern auf 100 Kilometer an. Trotz teilweise recht zügiger Fahrt lag unser Verbrauch im Durchschnitt bei rund 11,5 Litern. Eine Sache, die mir im AMG nicht so gut gefällt, sind die Sitze. Nicht falsch verstehen, der Sportsitz hier im AMG bietet richtig Seitenhalt und ist super bequem. Eigentlich perfekt zum Fahren. Der Unterschied jedoch ist, im normalen C-Modell kann ich die Sitze steiler stellen. Ich bin jemand, der sitzt gerne aufrecht, und die Position, die ich am liebsten hätte, erreiche ich mit dem AMG-Sitz nicht. Das 156 PS starke C-Klasse-Basismodell C180 kostet knapp über 37.000 Euro. Zum Vergleich: Der Audi A4 2,0 TFSI Ultra mit seinem 190 PS starken Benziner kostet ab 36.800 Euro. Und ein BMW 318i mit 156 PS gibt es ab 33.400 Euro. Das war meine erste Probefahrt mit der überarbeiteten Mercedes C-Klasse. Was man dazu sagen kann, ist, das Fahrzeug hat all die Gene an Bord, die wir vom Vorgänger kennen, nur mit einer etwas moderneren Architektur. Und das insbesondere, wenn es ums Thema Infotainment geht, aber auch, wenn wir von den Assistenz- und Sicherheitssystemen reden, denn die sind jetzt auf dem Niveau der S-Klasse. Was mir gut gefällt, ist die breite Motorenpalette, denn hier gibt es Einstiegsmotoren, die sehr sparsam und klein sind. Das schafft Steuervorteile. Es gibt aber auch das aktuelle Topmodell, nämlich den C43 AMG.
Wer sich fürs Fahrzeug interessiert, die C-Klasse als C200 startet bei 40.000 Euro. Wer AMG fahren will, der muss nochmal 20.000 Euro mehr in die Hand nehmen.